Ich kann da auch noch nichts klicken. Aber irgendwie glaube ich, dass wir die Verbote umgehen können, sozusagen. Vielleicht kann ich nochmal mit Garrett schnacken. Gut gemacht, Lily. Ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Die Oberin ist offenbar vollkommen gaga. Ich hatte schon so etwas vermutet. Jetzt schnell, komm zu mir in den Geheimraum. Es gibt eine geheime Tür in der dunklen Ecke vor dem Büro, direkt neben dem Außenkamin. Ach, verdammt. Du kannst natürlich kein Licht machen, weil du nicht mit Feuer spielen darfst. Das hatte ich ganz vergessen. Einen Moment. Lass mich nachdenken. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt keine Möglichkeit, eine durch Hypnose installierte Blockade zu durchbrechen. Es sei denn, du wirst erneut hypnotisiert. Es ist riskant. Aber du könntest dich selbst in Trance versetzen, um die Blockade direkt in deinem eigenen Unterbewusstsein zu bekämpfen. Aber sei gewarnt, die Welt der Trance ist ein unheimlicher Ort. Wie ein paralleles Universum, das nur in deinem Kopf existiert. Sie ohne die Führung eines geschulten Hypnotiseurs zu durchwandeln, ist nicht ganz ungefährlich. Und die Blockaden, die der Doktor dir auferlegt hat, müssen dort mächtige Dämonen sein, die du nur im geistigen Zweikampf besiegen kannst. Hast du alles verstanden? Das musst du auch nicht. Noch nicht. Benutz einfach die Puppe, um dich selbst zu hypnotisieren. Und sobald du in Trance bist, suche den inneren Dämonen, der dich am Feuermachen hindert. Und vernichte ihn. Okay, warum hat er gerade gesagt, noch nicht? Das macht mir ein wenig Sorge, aber gut. Hypnotisieren wir uns mal selbst. Du sollst nicht mit Feuer spielen, Boogie. Lily hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. Auf den ersten Blick wirkte hier alles fremd und seltsam. Vollkommen alleingelassen kauerte sie in einer kalten Höhle, die von dem riesigen Auge der Oberin argwöhnisch beleuchtet wurde. So groß war der Unterschied zur Realität also gar nicht. Okay. Cool. Hier. Das ist ein Hünengrab. Lily hätte sich gerne etwas umgesehen, aber sie wollte nicht riskieren, von dem riesigen Auge der Oberin gesehen zu werden. Oder, ein Normannengrab. Ganz interessant, da hört man es immer so leicht flüstern. Boah, geil. Huch. Ah, er staubt! Mein Auge brennt! Wer war das? Kann ich nochmal? Ah, mein Auge! Oh, aufhören! Auge. Diesen Staring Contest würde Lily verlieren. Kann ich nochmal? Ah, er staubt! Mein Auge brennt! Wer war das? Also ich wollte sagen, das könnte wohl ein Wikingergrab oder sowas sein, weil hier Schriftrunen drauf sind. Also alte Germanenrunen. Germanengrab könnte das sein. Vorhang. Ein staubiges Fell diente der Höhle als Vorhang. Gab es denn hier keine Kinder, die alles sauber hielten? Ja, aber echt mal, hallo? Aber schöne Musik. Klopfen wir mal den Vorhang aus. Oh, wie das brennt! Na, warte! Wenn ich denjenigen erwische, der hier mit Dreck um sich wirft, der wird sein blaues Wunder erleben! Die Oberin kniff ihr tränendes Auge zusammen. Lily war vorerst unbeobachtet. Okay. Auge der Oberin. Gibt's hier sonst noch was? Ich drück mal auf Leertaste. Okay, dann gehen wir mal in den Rundgang. Die Musik ist cool. Ah, ah, mein Auge!
Auge brennt! Okay. Sieht nicht gerade aus wie die Oberin, mehr so wie so ein riesiger... Ah, jetzt Zyklop, aber egal. Entweder machten hier Knochenjäger Jagd auf große Tiere, oder jemand hatte angefangen, einen prähistorischen Webstuhl zu basteln. Okay, nehmen wir die mal mit. Lilly hatte eigentlich genug Rippen. Man konnte sie gut zählen. Aber die Oberin hatte es verboten, weil es ihr den Appetit verdarb. Okay. Riesenauge? Diesen Staring-Contest würde Lilly verlieren. Gibt's hier sonst sowas? Ich guck ja gerne rum. Zylinder und Harvey-Schneemann. Okay. Ein echter Zylinder. Lilly war platt. Können wir den... Fingerweit. Ich brauche den Zylinder. Wenn du ständig mit einer Glatze in der Kälte rumstehen müsstest, würdest du das verstehen. Och, wie süß. Lilly traute ihren Augen kaum. Ein echter Zylinder. Direkt auf dem Kopf des sprechenden Schneemanns. Okay. Die Feuerstelle ist geschlossen. Artige Kinder spielen nicht mit Feuer. Du bist doch ein artiges Kind, oder? Aha. Na, siehst du. Es gibt keinen Grund für brave Mädchen wie dich mit brennenden Gegenständen zu hantieren. Keinen einzigen. Verstanden? Lilly war nicht überzeugt. Garrett hatte gesagt, sie solle das Feuer benutzen, um Licht zu machen. Das schien ihr schon ein triftiger Grund zu sein. Aber wie sollte sie den Dämonen nur davon überzeugen? Können wir nochmal? Ich bleibe dabei. Es gibt keinen Grund für brave Mädchen wie dich mit brennenden Gegenständen zu hantieren. Das klingt so ein bisschen wie Patrick. Ich bleibe dabei. Lilly wollte ja nicht pingelig wirken, aber dies war wohl kaum der geeignete Platz für einen Schneemann. Kann ich da was? Lilly hatte eigentlich genug. Man konnte sie gut. Aber die. Konnte sie eigentlich gut zählen? Was? Kontaktlinse? Was? Nach der Aktion mit dem Vorhang hatte die Oberin offenbar ihre Kontaktlinse herausgenommen. Seltsam. In der realen Welt trug die Oberin eine Brille. Aber in der realen Welt war die Oberin auch keine 20 Meter groß. Also ging das wohl klar. Okay. Schnappen wir uns mal das riesige Ding. Und ich habe die Vermutung, wir sollen das hier in die Rippen legen. Was? Nanu, was ist das? Was riecht denn hier so komisch? Es riecht nicht nach Karotte. So viel steht fest. Das ist... Das ist... Feuer! Ah, ich brenne! Nimm mir den Hut ab! Nimm ihn ab! Okay. Das trug man jetzt so. Yeah! Lustigerweise, er hat auch seine Karotte hier an der Hand. Riecht er jetzt mit seiner Hand oder mit seinem... mit seiner... nicht vorhandene Nase. Denk mal drüber nach. Schmelze! Nimm mir den Hut ab! Nimm ihn ab! Lilly wusste nicht so recht. Eigentlich war es ihr verboten, mit Feuer zu spielen. Aber vielleicht gab es ja tatsächlich für jede Regel eine Ausnahme. Lilly wusste nicht so recht. Eigentlich? Nun tu doch was, Lilly. Nimm mir den Hut ab! Nimm ihn ab! Danke, du hast mich gerettet. Du siehst mal, was Feuer alles anrichten kann. Am besten man lässt die Finger davon. Lilly war ein wenig zerknirscht. Der Schneemann schien gar nichts gelernt zu haben. Der bleibt einfach nur stumpf und starr. Du hast mich gerettet. Aber ich bleibe dabei. Artige Kinder spielen nicht mit Feuer. Alter, oh, Entschuldigung. Oh Gott. Brennender. Das trug man jetzt so. Ja, natürlich.
Kann ich den ans Feuer? Was soll das denn jetzt werden? Hey, lass das! Nein, nicht! Nein! Oh. Was jetzt? Lilly hatte das Feuer entsorgt. Genau wie der Schneemann es ihr aufgetragen hatte. Hoffentlich hatte er jetzt eingesehen, dass es durchaus Situationen gab, in denen man mit Feuer spielen durfte. Ja, also von daher, ne? Yeah, wir haben gelernt, mit Feuer zu spielen. Yes. Gratulation! Lilly hat eine neue Fähigkeit erworben. Sie ist nun in der Lage, das Verbot mit Feuerspielen zu umgehen. Dazu muss sie es einfach in ihrem neuen Verbote-Menü mit der linken Maustaste aufheben. Behaltet diese Option im Hinterkopf. Im Laufe des Spiels wird Lilly lernen, noch viele weitere Verbote auf diese Weise zu umgehen. Es kann aber immer nur ein Verbot zur selben Zeit aufgehoben werden. Okay. Ups. Alles klar. Vielen Dank, Herr Polizist. Feuer machen. Hui! Cool. Ist das cool. Mensch. Super Lilly in Aktion. Sie macht jetzt Feuer. Tada! So, und jetzt stecken wir die brennende Fackel in die Hand. Mit Hilfe der Fackel konnte Lilly endlich die geheimnisvolle Halterung inspizieren. Was für eine Überraschung! Es war eine Fackelhalterung. Von dem versprochenen Geheimgang fehlte jedoch nach wie vor jede Spur. Okay. Brennende Fackel. Dunkle Ecke. Irgendwo hier musste diese Geheimtür sein. Ja, da ist sie doch. Die Ritzen, die sagen das doch schon. Tatsächlich! Ein Geheimgang! Garrett hatte also wieder einmal recht behalten. Können wir den noch wieder zudrehen? Nein. Dann gehen wir mal durch die Geheimtür. Lilly! Du hast Garrett. Es perfekt! Du bist nun endlich bereit, die Wahrheit zu erfahren. Tja. So, da bin ich wieder. Mensch, kleine Unterbrechung. Weil, wegen, da war jemand an der Tür. Und danach habe ich aber den Aufnahme-Button hier falsch gedrückt und dann muss ich alles nochmal ein bisschen neu nachspielen und konnte hier jetzt nicht speichern. Aber das soll uns jetzt nicht aufhalten. Du bist Garrett. Ich werde das auch alles ein bisschen zurechtschneiden. Mal gucken. Na, vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Mein voller Name ist Chief Deputy Garrett Gordon Gardengore. Ich arbeite als verdeckter Ermittler für das Jugenddezernat. Ich wurde undercover in dieses Kloster eingeschleust, um die Oberen zu observieren. Meine Aufgabe ist, Beweise zu finden, dass ihre Erziehungsmethoden gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Aber der weitaus größere Fisch ist Dr. Marcel. Gegen ihn ist die Oberin die reinste Nonne. Lilly konnte kaum glauben, was sie da hörte. Aber nun ergab alles einen Sinn. Der geheime Raum, die Abhörapparate und die seltsamen Stimmen, die sie nachts immer hörte. All das fügte sich nun zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Was für Stimmen denn bitte? Okay, Hypnose. Was hat es damit auf sich? Bevor du mir deine Fragen stellst, lass mich noch kurz eine Sache zu dieser Hypnose loswerden. Diese HW-Hypnose ist eine teuflische Erfindung des Doktors. Er nutzt offenbar diesen Stoffhasen, um dir seinen Willen aufzuzwängen. Wenn wir hier raus wollen, dann musst du dich gegen diese Verhaltensregeln zur Wehr setzen, die er bei dir installiert hat. Ähnlich wie das Verbot, mit Feuer zu spielen, kannst du auch die anderen Blockaden umgehen. Dafür musst du dich allerdings wieder in Trance versetzen. Die erste Herausforderung wird sein, das Schulgelände zu verlassen. Es wurde dir von der Oberin verboten. Und aufgrund der Blockade ist es dir nicht möglich, ungehorsam zu sein. Der Trick ist auch hier, das Problem während der Trance zu bekämpfen. Wir sollten das Problem vor Ort angehen.
Was meint er mit vor Ort? Egal. Dr. Marcel, was hast du für Informationen über ihn? Ne, lass mich ausreden. Wie gesagt, Dr. Marcel ist der viel größere Fang. Die Polizei ist ihm schon seit längerem auf den Fersen. Er steht unter dem Verdacht, illegale Therapiemethoden einzusetzen, um Kindern ihrer Kindlichkeit zu berauben. Und die Hypnose, die er an dir durchgeführt hat, festigt diesen Verdacht. Ui, okay. Dann gehen wir doch zur Polizei. Die Polizei rufen? Ha, Lilly, ich bin die Polizei. Ich kann dir helfen und dich in Sicherheit bringen. Wir müssen nur irgendwie vom Schulgelände herunterkommen. Der beste Weg ist wahrscheinlich, den Spuren deiner Freundin Edna zu folgen. Aber erst einmal wollte ich ja deine Fragen beantworten. Also? Keine Fragen? Enttäuschend. Aber na gut. Auf zum Schaukelbaum! Okay. Der kleine Zensurgnom ist immer noch am Mal. Okay, Flieger, warum können wir die mitnehmen? Achso. Da ist immer noch das Ding drin, egal. Edna folgen. Ja, dann machen wir das mal. Was? Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa das Schulgelände verlassen, oder? Das hat die Oberin doch verboten. Und du weißt ja, du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Man kann viel Spaß haben, ohne sich den Regeln der Erwachsenen zu widersetzen. Wir könnten deine Murmeln nach Farben sortieren. Oder uns einen Abzählreim fürs Wäschezusammenlegen ausdenken. So verlockend sich die Anregungen des lustigen Hasens auch anhörten, Lilly musste durch den Zaun und Edna finden. Okay. Da war schon wieder dieser lustige Hase von vorhin. Einerseits freute sich Lilly über die Gesellschaft, andererseits wollte er sie nicht vom Schulgelände lassen. Und Lilly sah gar keine Schnur zum Hypnotisieren. Sie brauchte einen besseren Plan. Vielleicht können wir ja mit ihm sprechen. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Ist ja auch gar nicht nötig. Es gibt so viele spaßige Dinge, die erlaubt sind. Zählen oder mit Wollknäueln spielen. Gesundheit. Alles klar, mit Wollknäueln spielen. Okay, wir haben hier ein Wollknäuel. Können wir... Eigentlich sollte das Wollknäuel ja als Symbol der Freundschaft für alle Zeiten in der Schatztruhe bleiben. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Lilly hatte mittlerweile viele kleine Schätze gesammelt. Aber kein Schatz war so wertvoll wie ihre Freundschaft zu Edna. Oh, immer wieder schön. Okay, können wir das vielleicht mit dem Hasen benutzen? Was hast du da? Darf ich das mal sehen? Aha. Oh, ein Wollknäuel. Yippie! Das ist ja... Wookie. Och, wie süß. Wookie. Oh, was? Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. In der Ferne sah sie die Riesenoberin vor ihrer Höhle umherstapfen. Und dort, wo in der Realität das Loch im Zaun geklafft hatte, gab es hier ein Spinnennetz, in dessen Mitte eine riesige Spinne hockte. Dies musste der zweite Dämon sein, den es zu bezwingen galt. Okay. Stampf, stampf. Oh, hier ist der Baum auch noch heile. Okay, kann man da hin? Ist auch schade. Eine Teergrube, Knochenhaufen, eine Harvey-Spinne. Quatschen wir mal mit der Harvey-Spinne. Wurde dir nicht gesagt, dass du das Schulgelände nicht verlassen darfst? Man darf Erwachsene nicht widersprechen. Aber weil du ein braves Kind bist, weißt du das ja bereits. Das wusste Lilly in der Tat. Aber Garrett hatte auch gesagt, dass sie hier im Kloster nicht länger sicher war. Die Regeln der Erwachsenen schienen Lilly plötzlich lückenhaft. Wie konnte sie dem Spinnendämon nur beibringen, dass die Oberin auch nicht immer recht hatte?
Das kannst du nicht. Zwischen all den abgenagten Menschenschädeln lag eine Rippe, die Lilly an das Horn eines Einhorns erinnerte. Lilly war begeistert. Okay, dann nehmen wir das mal. Eine Rippe. Moment, können wir die vielleicht dran kleben? Plunk. Und jetzt an die Spinne? Lilly war gespannt, ob das wohl irgendeinen Effekt haben würde. Plock. Sozi! Sozi! Schnapp. Als Lilly sah, wie die riesige Oberin die Spinne in den Arm nahm, wurde ihr ganz warm ums Herz. Plötzlich wirkte die Oberin gar nicht mehr so groß und erwachsen. Mit einem wohligen Lächeln auf dem Gesicht erwachte sie aus ihrer Trance. Yay! Oh cool, der kleine Harvey mit dem... mit dem Kopfhörern auf dem Ohr. Nicht schlecht. Mensch, das könnte ich sein. Lilly hatte die zweite Blockade gelöst. Sie konnte zwar nur ein Verbot zur Zeit umgehen, aber das war besser als nichts. Hier, da sind die Verbote. Also Erwachsenen nicht widersprechen. Yeah! Ultra Lilly! Weiter geht's.